Hallo zusammen und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es um EDC Carry, also alles, was ich so täglich an mir trage. Es geht um die Essentials, es geht jetzt nicht um irgendwelchen Schnickschnack, also angefangen von meinem Smartphone über meine Schlüssel bis hin zu meiner Uhr. Und das schauen wir uns jetzt gemeinsam in diesem Video an. Los geht's! Fangen wir mit dem Gegenstand an, den ich schon an mir trage. Das ist die Apple Watch. Die habe ich jetzt seit, ich glaube, sicherlich schon 6 Jahre, sowas plus minus. Ich weiß, viele sind nicht so erpicht drauf, dauernd irgendwelche Benachrichtigungen zu bekommen. Mir macht es Spaß, ich freue mich da immer drüber, wenn ich sehe, was gerade passiert, wenn ich gerade irgendwie auf dem Fahrrad unterwegs bin oder so und ich nicht mein Smartphone rausnehmen muss. Ich liebe dieses ganze Fitness-Tracking, also dieses Schließe deine 3 Ringe ist was, keine Ahnung, das motiviert mich, das ist immer so ein Ziel, das ist so diese Gamification, die da mit dabei ist. Wenn man abends auf der Couch sitzt und sieht, oh, man sollte sich vielleicht noch mal ein bisschen bewegen, dass man es dann eben einfach macht, um diese Serie an erfolgreichen Tagen nicht abbrechen zu lassen und auch ansonsten einfach, um Siri immer am Handgelenk zu haben. Ich selber nutze aktuell, ich glaube, das ist die Series 4, also ich bin da nicht auf dem neuesten Stand, einfach weil sich es für mich noch nicht gelohnt hat, beziehungsweise ich das Geld noch nicht in die Hand nehmen wollte. Ich vermute aber, dass bei der nächsten Serie, bei der Serie 8, dann auch bei mir der Zeitpunkt erreicht ist. Bleiben wir gleich in dem Apple-Universum, weil das ist bei mir tatsächlich ein großer Teil meines Essential Kits. Ich habe hier die neuen AirPods 3. Ich habe mir die jetzt auch zugelegt. Ich bin nach wie vor begeistert davon. Ich mag diesen Surround Sound, den sie jetzt auch bei diesem Standardmodell oder Einsteigermodell mit integriert haben. Ich finde, der Unterschied zwischen AirPods 3 und den AirPods Pro ist tatsächlich nur noch dieses In-Ear-Ding, weil das ganze Noise Cancelling und so, wenn ich auf dem Rad unterwegs bin, möchte ich schon mitbekommen, was um mich rum passiert. Und deshalb war es für mich genial, dass es jetzt eben die neue Version von den Standard-AirPods gibt. Die habe ich eigentlich immer bei mir und begleiten mich von morgens bis abends. Der größte Gegenstand von meinem Essential Kit ist definitiv das iPhone 13 Pro Max. Es war dieses Jahr für mich die Entscheidung abzugraden, weil ich selber noch mit dem iPhone 10 rumgelaufen bin. Das hatte ich jetzt dann für 4 Jahre müssen das gewesen sein. Ich war immer sehr zufrieden damit, aber es ist dann einfach langsam wirklich ein bisschen in die Jahre gekommen und hat einfach ein paar Features gehabt, die ich jetzt bei dem neuen iPhone 13 Pro Max unbedingt haben wollte. Gerade wenn es darum geht, Bilder zu machen mit dem Handy, sind die Kameras bei den neuen Modellen einfach doch noch mal einen Schritt besser. Ich liebe es, dass ich jetzt MagSafe habe. Also ich habe mir auch immer mehr Zubehör dafür jetzt zugelegt, sei es jetzt eine Ladestation, sei es irgendwelche Accessories, die ihr hinten dran setzen könnt. Was mich am meisten begeistert neben der Kamera ist tatsächlich das Display, dieses dynamische bis zu 120 Hertz Display, was einfach so unglaublich viel schneller ist. Ich habe vom Geschäft aus noch ein iPhone XS ist das. Das ist so extrem langsam im Vergleich zu dem neuen, rein von diesem Hin- und Herwischen, was einem so nicht auffällt, wenn man das XS hat, aber wenn man dann beide gleichzeitig verwendet, sieht man diesen Unterschied einfach extrem. Die Entscheidung, das Max zu nehmen, war ein bisschen getrieben von 2 Kumpels von mir, die das Max schon seit 1-2 Jahren jetzt im Einsatz haben. Einmal das 11 und einmal das 12, glaube ich, müsste das sein. Die haben gesagt, ey, dieser riesen Bildschirm, das ist so genial und es stört dich nicht in deinem täglichen Day-to-Day-Business. Und ich muss auch sagen, ich war ein bisschen skeptisch, A, weil es natürlich teurer ist, aber auch B, wie passt das Ganze in deine Hosentasche? Ist das dann nicht irgendwie ein bisschen störend? Aber ich muss sagen, ich habe mich da total dran gewöhnt und auch hier wieder der Vergleich zu dem XS, ist das XS tatsächlich fast schon ein Mini-Handy da dagegen. Als 4. haben wir meinen Autoschlüssel. Den habe ich immer separat, also den habe ich nicht an meinem eigentlichen Schlüsselbund, weil der passt in dem Passat immer so schön in dieses Mittelkonsolending. Da ist gefühlt sowas dafür vorbereitet und deshalb habe ich den immer separat und ich brauche ja auch nicht immer mein Auto. Ich wohne mitten in der Innenstadt, dementsprechend fahre ich auch viel mit dem Fahrrad und lasse das Auto stehen und dann möchte ich nicht immer den Schlüssel noch mit dabei haben. Dann, der aufmerksame Zuschauer kennt die Geldbörse meines Vertrauens sicherlich. Es ist die iClip Geldbörse mit einem AirTag mit drin. Das ist für mich das Go-To, also ich mag das, dass ich die ganzen Karten einfach so hier hinten dran sitzen habe, kann die dann einzeln rausziehen, die ich haben möchte. Habe hier nochmal eine Klammer für
Bargeld. Ich selber nutze eigentlich fast ausschließlich nur noch Kartenzahlung, dementsprechend findet man da fast nie Bargeld, aber ich kann zumindest was dort verstauen. Ansonsten, das mit dem AirTag mit dran ist für mich ein riesen Highlight, also ich mag das total. Bei mir ist es irgendwie zurzeit oft so, dass ich meinen Geldbeutel irgendwie zu Hause lasse oder so und dann unterwegs feststelle, oh Mist, wo habe ich denn den Geldbeutel gelassen? Dann gucke ich einfach kurz auf meinem Handy da und bin im Endeffekt einfach beruhigt, dass der Geldbeutel nicht irgendwo verloren ist. Ob man das braucht oder nicht, auch hier wieder ist das Geschmackssache. Ich mag natürlich diese technischen Spielereien mit den AirTags und das geht dann bei meinem Schlüsselbund gerade weiter. Wir fangen einmal hier an. Das ist der AirTag an meinem Schlüsselbund mit dem schönen blauen Schlüsselanhänger von Apple direkt. Und was jetzt neu ist, was ihr wahrscheinlich noch nicht kennt von meinem Kanal, ist der Orbit Key Schlüssel Organizer. Den habe ich jetzt seit ein paar Tagen im Einsatz und ich finde den total geil. Also ich finde es ultra praktisch, dass die ganzen Schlüssel einfach an diesem sehr schön organisierten Schlüsselorganizer sind. Es klappert nichts mehr in deiner Hosentasche. Es ist alles sehr kompakt. Also es nimmt auch weniger, weniger Platz in Anspruch. Also es ist cool, wie man das Ganze einfach einzeln dort dann rauszieht und dann eben seinen Schlüssel in der Hand hat und den verwenden kann. Ich bin ein riesen Fan davon. Ich finde einfach auch die Ästhetik mit diesem Sportband, was jetzt hier dran ist, mit dieser Oberfläche, die dort drauf ist, sehr ansprechend. Ich habe jetzt hier die schwarze Variante. Ich habe für meine Freundin auch noch die rosa, würde ich sie jetzt einfach mal nennen. Es heißt aber nicht rosa. Aber da werde ich euch auch noch ein separates Video dazu machen, dass ihr einfach diesen Key Organizer auch mal im Detail seht. Und das ist dann eigentlich auch schon alles, was ich so täglich bei mir habe. Es wäre kein EDC-Video, wenn nicht auch noch ein Messer mit dabei wäre. Ich trage dieses Messer natürlich nicht bei mir, weil das einfach hier in Deutschland irgendwo schon fast komisch ist, wenn man so ein Messer mit sich rumträgt. Finde ich persönlich zumindest. Das ist einfach mein YouTube-Messer, nenne ich es jetzt mal. Damit mache ich die ganzen Päckchen auf, wenn ich mir irgendwelche Sachen bestellt habe. Ich finde es total schön, das fühlt sich total gut an. Das ist ein Leatherman C33TX. Ich verlinke euch aber die ganzen Sachen, die ich euch jetzt gezeigt habe, auch in der Videobeschreibung. Das sind Affiliate-Links, das heißt, ich bekomme dann einen kleinen Kickback, wenn ihr dort was kauft. Ist für euch nicht teurer, macht's für mich einfacher, diese Videos zu erstellen und hilft mir natürlich auch immer wieder, neue Sachen vorzustellen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, es gibt demnächst ein Video zu dem Orbit Key. Ich mache noch was zu der Belkin MagSafe Ladestation und vielleicht interessiert euch auch, was da hinten alles so passiert. Wenn ihr mal was zu dieser ganzen Ladestation sehen wollt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Dann schaue ich mal, wie ich das Ganze noch mit einbauen kann. Und ansonsten wünsche ich euch ein schönes 2022 und freue mich auf alle Videos, die wir gemeinsam gestalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao!